Jeder von uns hat einen Traum im Leben. Mein Traum war immer mit Glücksspiel bekannt und berühmt zu werden, genauso wie die alte Roulette-Spieler. Ihr habt es bestimmt gemerkt, bei Lotto 6 aus 49 hat das sehr gut geklappt mittlerweile. Jetzt möchte ich gerne das Ganze auf Euro-Jackpot umsetzen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das Video hier ist ein absolutes Weltrekord für Euro-Jackpot. Und zwar, wir brauchen ja für die vertikale als auch für die horizontale zwei Spalten, um einfach zu verstehen, wie die Zahlen laufen. Wenn wir nur nach vertikalen gehen, da haben wir insgesamt zum Beispiel auf 1, 2, 3, 4 Zahlen zu spielen. Hier wäre das zum Beispiel jetzt 4 mal 7, 28 Zahlen. Ne? Das ist zu viel. Also müssen wir, genau wie bei unserer Lotto 6 aus 49, die horizontalen dagegen laufen lassen, damit wir die Zahlen reduzieren. Und wenn wir das mal machen, das zeige ich euch später nochmal. Haben wir zum Beispiel am 3.1. 12 Zahlen, 15 Zahlen. Also das sind Zahlen, die wir brauchen, um einen Fünfer zu erwischen, ja. 12 ist schon sehr, 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 sehr gut. 15 geht noch, 20 geht noch, 15 ist wieder gut. Also für 15 bedeutet, man müsste insgesamt nur ja, auf drei Linien spielen, ne? Drei Linien mal 5 Zahlen sind 15 Zahlen, ne? 20 wieder ein bisschen zu viel, 15 geht, jetzt wird schon ein bisschen besser, ne? 12, 20, 12, 12. Also zeigt mir mal bitte eine Strategie, wo man mit 12 Zahlen einen Fünfer erwischen kann. Das ist schwierig. 16, Leute, hier, das hier ist ein absolutes Durchbruch mit 8 Zahlen. Okay? Das ist die Ziehung am 20.03.2020. Wer möchte, kann das sehr gerne kontrollieren. Dann geht es weiter mit 15, 16, ist nicht so dramatisch. Allerdings muss ich euch auch sagen, falls ihr bestimmt gemerkt habt, hier fehlt Zahl Nummer 50. Ne? Dies braucht ihr nicht. Lasst die 50 weg. Das stört nur. Das ist nicht notwendig. Hier ist einzige Stelle, wo ich mit 9 Zahlen einen Vierer getroffen habe. Also hier war die 50 dabei. Im ganzen Lauf, und das sind Auswertungen seit Anfang des Jahres. Ne? So, dann geht's weiter. 25 nicht. Leute, schon wieder mit 8 Zahlen. Unglaublich. Also, das ist der Wahnsinn. Wie gesagt, noch ein bisschen Geduld. Ich zeige euch, wie das geht. Also, zweimal mit 8 Zahlen. Das sind 1,5 Linien, ja. 16 geht, 12 ist gut, 12 ist gut, 20 ist wieder zu viel. Also, ihr seht, es gibt so Stellen, da wird ein bisschen mehr. 12 ist wieder gut. Okay, 16, 20, 20, 20, 12. Das sieht schon mal sehr gut aus. Das ist so bei Glücksspiel. Es gibt Stellen, da gewinnt man halt eben, ne? Dann kommen so, ja, ich sag mal so Phasen, wo man eben halt ein bisschen weniger zu spielen hat. Und wir haben jetzt hier weitere Auswertung. Und zwar 12 ist wieder gut, 20 geht, 15 geht, 20, 15, 15, 12 ist gut, 12, 16, 12, 6. Leute, das ist kein Traum, ihr träumt nicht, es ist pure und nackte Wahrheit, das ist wissenschaftlich sogar bewiesen, das sage ich euch, mit 6 Zahlen einen Fünfer zu erwischen, das ist unglaublich. Also das ist hier die Ziehung, und zwar vom Freitag, den 9. Oktober 2020. Okay, das machen wir gleich zusammen vor. Und dann werdet ihr sehen, was ich damit meine. Also, es ist tatsächlich wahr, das ist ein absolutes Weltrekord, mit insgesamt 6 Zahlen ein Fünfer zu erwischen. Jetzt möchte ich gerne euch mal zeigen, wie man hier auf diese 6 Zahlen kommt. Und zwar, ihr könnt das ganz genau verfolgen. Das ist die Ziehung am 18.09.2020. Okay? Und hier haben wir auch schon die Ziehung. Man sieht hier 18.09.2020, das habe ich heute ausgedruckt. Man sieht, nächste Euro-Jackpot ist am 9. Oktober 2020. Also das ist vollkommen legitim und original. Ja? Also hier wurde nicht irgendwas nachverfälscht, das könnt ihr auch gerne nachkontrollieren. Also ich werde das Ganze jetzt erstmal so falten, damit die Zahlen neben unsere Tabelle passt, ja. Ich muss die Tabelle nochmal neu drucken, weil ich werde jetzt hier reinmalen. Deswegen es ist wichtig, dass ihr das Ganze deutlich und live mitverfolgt, okay? Also ich denke, das kann man jetzt gut erkennen. Wie funktioniert das Ganze? Ihr braucht insgesamt 5 vertikale Spalten, ganz wichtig, 5 vertikale und 5 horizontale.
5 vertikale mal 5 horizontale sind 25. Das bedeutet, ihr spielt bei Eurojackpot insgesamt nur auf 5 Linien. Okay, 5. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie die Tabelle funktioniert. Und zwar, wir fangen immer auf die Vertikalen an. Okay, ganz wichtig, Vertikalen. Gekommen ist die 7, Vertikale, hier ist die 7. Okay, ich lasse das mal so stehen. Dann ist gekommen die 12, also die zweite Spalte. Gekommen ist die 14, wieder zweite Spalte. Gekommen ist die 40, das ist sechste Spalte und 42. Also nochmal. Die 7 ist gekommen, gekommen ist die 12, gekommen ist die 14, gekommen ist die 40 und die 42, okay? Das bedeutet, alles andere, was überbleibt, fliegt hier so raus, okay? Ich werde das mal einmal durchmalen oder einmal anmalen, damit die Zahlen uns, oh, das war zu viel jetzt, uns nicht stören, ist nicht schlimm. Das kann man so lassen. So. Also wie gesagt, ich mache das alles hier live, deswegen gut. Ich denke, so ist das okay. Also nochmal. Ich habe mich hier ein bisschen vermalt, ist nicht so dramatisch. Wir haben die Spalte 1, 2 und die 6. Okay? Jetzt gehen wir auf die horizontalen. Man kann das gerne auch drehen, wer es möchte. Da kann man das Ganze ein bisschen besser mitverfolgen. Also, wir haben die 7, das ist Spalte 1, bleibt. Wir haben die 12, das ist Spalte 3, es bleibt. Das bedeutet, die 6, die 13, die 41 wurden nicht gezogen, also diese Spalte fliegt vollkommen raus, okay? Ich mache das direkt, dann haben wir es hinter uns. So, wir haben, nochmal auf den Kopf stellen, wir haben die 7, wir haben die 12, wir haben die 14, wir haben 40, 42. Das bedeutet eigentlich, alles, was hier drüber ist, ne, alles fliegt raus. Alles fliegt raus, okay? Das kann man jetzt sehr schön hier erkennen. Es kristallisieren sich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zahlen raus, okay? Die 5 kommt auch dazu, auch wenn diese nicht gezogen wurde. Und wenn wir jetzt die Zahlen genau verfolgen, wir haben die 7, es ist richtig, die 12 ist da, die 14 ist da, die 40 ist da und die 42. Also wir haben alle 5 Zahlen erwischt. Und damit ist wissenschaftlich bewiesen, dass man bei Eurojackpot mit 6 Zahlen einen Fünfer erwischen kann. Ne? Das kann man hier sehr schön erkennen. Ich entschuldige mich für die Rummalerei. Natürlich geht das Ganze am PC viel einfacher, aber ihr habt zumindest jetzt verstanden, ihr braucht 5 insgesamt vertikale, 5 horizontale und alles andere fliegt raus. Das bedeutet, ich zeige euch das einmal hier, ihr habt insgesamt auf 5 vertikale und 5 horizontale zu spielen. 5 mal 5 ist gleich 25 Zahlen. 25 Zahlen bedeutet auf insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Linien zu spielen. Okay? Auf jeden Fall, ihr seid ungefähr bei 10 Euro, 10,50 Euro. Und wenn es euch nicht wehtut, könnt ihr das gerne für 40 Euro im Monat mal ausprobieren. Wie man diese 25 Zahlen kombiniert, das ist Glückssache. Wenn ihr wollt, können wir gerne darüber auch ein Video machen. Aber lasst uns erstmal das hier verdauen. Ne? Lasst uns erstmal das hier mal so richtig einsacken lassen. Ne? Damit wir erstmal überhaupt damit klarkommen, dass überhaupt sowas existiert. Ne? Ich zeige euch das gerne noch einmal vor der Kamera, damit ihr das mal gesehen habt. Ne? Man muss erstmal verstehen, dass es überhaupt sowas gibt. Ne? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also die Auswertungen hier haben mich bestimmt über 2 Stunden Zeit gekostet. Es war sehr, sehr aufwendig. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich wünsche euch alles Gute. Bitte verzockt das Geld nicht.
immer mit Strategie und Spaß spielen. Alles Gute und bis bald.